willkommen zu einem neuen Let's Play von Trains of World 4. Ja, auch ich habe mal dieses Spiel geholt und mit dabei ist mal wieder der Torben. Moin Moin. Wir schauen uns mal ein bisschen das Spiel an, was unsere erste Meinung ist. Ich hoffe, von der Tonqualität her passt das alles. Ja, wir fahren hier in Österreich die Talent 1. Talent? Baureihe ist welche, Torben? BR für 4024 steht hier drin. Ja, okay. Ja, wir haben natürlich auch neue Neuigkeiten, oder Neuheiten, sage ich mal, neue Grafik, neue Physik und diesen schönen neuen Zug. Wo auch, denke ich mal, sehr viele drauf gewartet haben. Ja, auch jetzt, sage ich mal, ist das Ganze mal ein bisschen schwerer zu fahren. Dazu kannst du ja gerne was sagen, wenn du möchtest. Ja, das stimmt. Also jedenfalls hat man jetzt auch, wenn man zum Beispiel anfährt im Bahnhof, kannst du nicht mehr volle Kanne aufdrehen, weil sonst bleibt jetzt der Zug. Was macht er immer, hast du ganz verstanden? Also hier stehen sie Faro, Facelift, Entschuldigung. dann drehst du durch, dann drehen die Räder durch. Genau, das ist zum Beispiel ein neues Future. Ja, was haben wir noch? Neue Sounds hast du ja gesagt beim Talent 2. Genau. Nee, beim... Doch, beim Doch. Ja, wir haben dynamisches Wetter, aber ich glaube, das kennt man schon aus Trains in World 3. Ne? Hast du ja gesagt. Genau, genau. Wir machen schon mal ein schönes Thumbnail. Ja, Grafik sieht das Spiel natürlich Bombe aus, muss man mal sagen. Was doch noch sogar, Junge. F12. Aber so, bist du schon. Es geht auf Talent. Ja, auf jeden Fall, der erste Eindruck von diesem Spiel ist einfach super, es macht sehr viel Spaß. Ist in dem Sinne gesehen eine Erweiterung von Trains World 3. Ja, so sehen möchte. Ja, das ist der Zug, so sieht er innen drin aus. Sehr schick. Das andere Führerstand. Ja. Das Ganze ist die Version als Vierteiler. Ja. Ja. So. Hör zu. Ich hoffe, es regnet ganz laut. Ich werd das Spiel mal ein bisschen leiser stellen. Ich stelle das Spiel mal ein bisschen leiser. Oh Gott. Alter. Gesamtlautstärke. 70%. Es geht wieder auf, nicht seid. Fick euch. So, wo bist du jetzt? Wir fahren jetzt Richtung Klaus. Warte, wo warst du eben? Was war das jetzt hier? Ich sehe es nicht mehr, ich bin zu weit vorne. Ja, wie gesagt, wir haben das dynamische Wetter hier. Es war eigentlich bis eben noch schönes Wetter. Es hat aber leider sehr doll auf Gewitter umgeschlagen. Nebel ein bisschen, Regen, Sturm, Gewitter. Ja, dieser Monitor geht anscheinend leider nicht. Können wir zwar irgendwas drücken, aber es funktioniert nicht. Zwangsbremsung. Oh. Mann, die Pizze hier! Ey! Nicht. Ja, musste sein. Ja, zum Fahrplan kann man sagen, das ist echt gut gemacht hier bei Österreich. Ja, Österreich, genau. Ja, das stimmt. Kann ich auch zurückgeben. Nee, kann ich bestätigen, also. Ja, ja. Was Ding rutscht übrigens bei einer Zwangsbremsung. Naja, klar, der haut ja die Bremse rein, was geht, ne? Und dann. Der macht ja auch dann noch Magnetschienbremse rein. Oh je, der Kompressor, oder was ist es beim Stehen? Der ist schon mal aufgefallen. Ja, ich kenn das. Aber wenn er genug hat, pfeift er übelst ab, Junge. So. Ja, 140 dürfen wir hier fahren, relativ zügig für eine S-Bahn. Tankt gerade. Zieht's weiter. War recht schön an der Straße vorbei, herrlich. Kommt, für Küchen, Patrick hier.
Ja, und die Niedertalbahn haben wir auch am Start. Die werden wir mal am nächsten Let's Play fahren. Mit der 628 oder so. Ja, und ihr habt wahrscheinlich auch gesehen, es gab seit 3 oder 4 Wochen kein Let's Play. Liegt daran, weil ich viel arbeiten bin. Ja, am Wochenende nicht wirklich die Zeit dafür habe. Habe ich ja schon mal erwähnt. Ja, genau. Könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben, was eure Meinung zu Transit World 4 ist. Ja, und dann muss ich vergessen, ein Abo da lassen, einen Daumen nach oben. Genau. Oh, bis wohin fahren wir? Na, den Bahnsteig nehmen wir uns auch noch mit. Nächsten Bahnsteig und auch den nächsten halt, und dann reicht das auch mein Let's Play, sag ich mal. Weil immer ganze Strecken fahren sitze ich so mein, also als Video nicht mein Ding, sag ich mal. Weil ich glaube nicht, dass sich jemand hier eine Stunde Fahrt anguckt. Na? Stimmt's? Ja. 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 Möchte ich mir den Kopf war? Hab ihr gegrüßt? Transport up! Oh, oh. Was war das? Wir waren Stilstoß. Flasche umgekippt. Das Wort. Oh, hallo, was ist denn das? Türen gehen auf, wenn man sie schon erriegelt. Ernsthaft? Während der Fahrt, ja. Na gut, das wird wahrscheinlich auch noch alles gepatcht werden. Ja, ich weiß schon. Ja, in Zukunft können wir uns auf den D-Zero freuen, also Dieseltriebwagen, da kommen wird. Ich denke mal, das wird auch sehr cool. Ja, da soll nämlich auch eine neue Strecke kommen. Und zwar, man kennt ja jetzt schon die bekannte Strecke Main-Spessart-Bahn von Aschaffenburg nach Gemünden. Und das ist praktisch ein Abzweig von Aschaffenburg. Zwar als Extra-Strecke, aber das ist eine Nebenbahnstrecke. Wo man dann von Aschaffenburg bis wohin war das? Bis zu diesem Hafen oder weiter? Schule? Nee, das so? Ging noch weiter. Ging noch weiter. Die noch in andere Orte. Jedenfalls so. War das so eine Nebenbahn, wo du, glaube ich, eine Stunde fährst oder so. Und da ist dann auch die Zero dabei, was du schon gesagt hast. Genau, ja. Die Zero hat sie. Genau. Oh, dann geht's los. Auf deine Stecker. Wobei ich. Oh, Alter. Ja, wenn wir sehen, der Nebel lichtet sich, die Wolken werden weniger. Oh, hier dreht's mal doch, da war einer. Noch einer. Ja, es hat doch wieder langsam auf mit Regnen. Ich finde das ein sehr cooles Feature. Wie gesagt, also ist echt cool. Und es gibt übrigens bei dem Zug ja doch Intervallscheibenwischer. Gut, wusste ich nicht. Das ist cool. Ja, die Landschaft ist natürlich bombenmäßig, ne, also herrlich. Gefällt mir die richtig. Die ist wirklich bombastisch. Ja, schön. Bombastisch. Die Berge, die Alpen. Sehr schön, gefällt mir. Rankweil, Bahnsteig 2. Geh los! 140! Nach Rankenweil. Wo bist du gerade? Richtung Rankweil. Achso. Achso, Rankweil, nicht Rankenweil. Ja. Was hat's? Bahnsteig? Loopt. Weil dem makrofoniert. Musst du, glaube ich, sogar nicht, ne, wenn du so durchhämmerst. Keine Ahnung, ich kann es mir vorstellen. Das ist ja ganz schön gefährlich. Wenn du dann hinten durch den Sog mitgerissen wirst, ja, wenn du zu nah dran stehst. Obwohl, gut, das waren die hier aber auch nicht im Dorf, ne? Ne? Ne, die hämmern da so durch mit 120, ne 100, glaube ich, fahren die dann. Da kommt 80er Ankündigung. Denkst du wieder noch? Dann haben wir einen Rangbeil. Das heißt, 7 Uhr. Ey, sag mal, wärst du das gleiche wie ich, sag mal? Scheiße! Ja, kann sein! Bist du 6 Uhr noch was gestartet? Ja, von Anfang. Ich soll nämlich auch 7 Uhr da sein. Wie Uhr hast du's? 7 Uhr. Bei mir auch. Wenn ihr kommt. Kann doch eigentlich nicht sein. Nein. Ich fahr jetzt im Bahnhof rein. Ich auch. Ist noch 7 Uhr Meter. Mhm. Bei mir noch 200. Oh, ging's auch? Grüß dich. Ey, bei mir auch, kommt er auch, glaube ich, oder? Oder steht er da? Ne, der steht da. Echt? Weil bist du gerade rausgefahren? Rechts in Riegeln.
Obwohl, ich warte erst, dass es einhält. Jetzt gehen die Türen mehr nach vorne auf. Jetzt beenden die Bremse doch mal. Oh ja, dann noch ein Koffer. Ey, ist das geil gemacht. Das hat ja so viele Neuheiten, dieses Spiel. Ist so. Echt cool, was sie rausgebracht haben. Definitiv. Hätte ich nicht erwartet, das bin ich ganz ehrlich. Eigentlich, ich auch nicht. Eigentlich dachte ich so, naja. Aber doch positiv überrascht. Definitiv. Definitiv. Ja. So, mal. Die Anzeigen im Bahnhof funktionieren auch. Ja. Ja. Nee, das ist nicht ganz diese Anzeigen, die eigentlich zum Dorf durchlaufen sind, gehen nicht. Nee? Nee. So, ich würde sagen, das war's mit diesem kurzen, feinen Test-Let's Play, sag ich mal. Welches Video gefallen hat, lasst da gerne wie immer ein Abo da und Daumen nach oben. Würde mich freuen. Für die Landschaft ist auch. Und wir hören uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut und. Macht's gut tschüss. Und tschüss.